Ja, hier ist wieder euer Papagei. Heute mit einem speziellen Video. Heute werde ich hier den nächsten Getränkehalter noch anbauen. So wie auf dieser Seite. Das ist der Getränkehalter. Oder Becherhalter. Da passt nämlich die Tasse rein. Und das ist jetzt mein Halter. Und den werde ich jetzt hier auch wieder einbauen, damit ihr mal seht, wie sowas geht. So. Dann holen wir mal den Schraubenzieher. Vielleicht ist es ein bisschen eng hier. Das ist natürlich dann. Wenn das ein bisschen eng ist, machen wir das anders. Dann gehen wir mal hier raus. So. So. Na, ich sehe zwar die Hand. Ja. Dann holen wir mal den Halter. Das ist dieser Halter hier. Den baue ich jetzt hier so dran. Wieder drüben. Und dann, genau, kommt da der Becher rein. Und das ist jetzt so eine Schraube. Die werde ich jetzt hier reinmachen. Gucken, ob ich das besser zeigen kann. Die Schraube. So, das ist die Schraube. Die kommt jetzt hier rein. Dann ist sie da drinnen. Und dann nehmen wir einen Schraubenzieher und machen die einfach mal fest. Müsste nämlich eigentlich gehen. Ja. So. Gucken können wir. Drüben haben wir es ja auch. Irgendwas schnell machen mit. Oh, jetzt ist das Ding hier ab. Dann gucken wir, dass es auch ohne geht. Dann nehmen wir mal mehr Platz. Gucken. Sollte eigentlich gehen. Weil drüben hat es ja auch geklappt, also müsste es hier auch gehen. So. Ah ja, geht. Sehr gut. So, dann machen wir das mal so. So. Jetzt kann man da dran auch noch einen Becher einstellen. Fertig ist die Sache. Und ja, das war's dann wieder mal von heute. Einmal ein Becherhalter extra für meine Getränke und da drüben genauso. Und ich werde auch dann auch noch mal die Tür zu machen, damit ihr auch seht, ob das funktioniert. Moment, ich brauche beide Hände. So, und jetzt seht ihr hier, es funktioniert. Ich kann das hier einfach rausnehmen. Und drüben genauso. Wieso ist das jetzt dunkel? Habe ich jetzt gerade. Hier ist ein bisschen sehr dunkel. Hier sieht man es ja. Dann machen wir hier mal auf. Und dann sieht man das auch nochmal so ein bisschen. Ja. Und wenn ich das auf der Seite haben will, kann man das einfach hier reinmachen. So, und das war's wieder. Euer Papagei. Bis zum nächsten Mal.